Eine wunderschöne Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Na los, starte! Danke. Oh, grünes Wasser. Das ist nicht gesund. Das sieht sehr algenverseucht aus. Das ist bestimmt der Allgäuersee. Hat sich mal ein Ort, der so heißt? Oder war es nur ein Käse? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Käse, der aus dem Ort kommt, der gleich heißt. Hm, wer weiß. So. Dann wollen wir mal, diesmal ohne Nebel, diesen wunderschönen Ort hier angucken. Immer geradeaus. Oh, ein Hund. Oh, diese Freileitungen einfach. Irgendwie ohne Musik ist ohne Musik ist komisch. Ah, Freiheit ist nicht ganz gut allein. Die eine Freileitung dort steht in der Luft. Lol. Wow. Das ist ja mal eine geile Lok. Nice, nice. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. Wir gerade schon mal dabei sind, ganz ehrlich. Neue Route finden. Das Ding hier auch nochmal ohne Nebel diesmal. Einfach weil ich das mal sehen möchte. Oh ja. So wird es gleich viel schöner, sag ich jetzt mal. Der diese schwarzen Ecken da unten. Ob man da wohl reinkrabbeln kann? Ah, ist da jetzt hier noch die Pflanzen viel. Normaler aus, auch wenn die da so komisch so stockern, dann sie nach oben und unten wabern. Aber alles im allen viel belebt. Die beiden Schwachköpfe schon wieder. die Titten, die waren so groß, Digga. Oh, man klopft sie mir gar nicht, Alter. Die waren so groß. Ja, die ist klar. Schön. Zwei besoffene bei der Arbeit zu gucken. Was Besseres gibt's halt einfach gar nicht. So. Wo ist jetzt? Hey, wir waren noch hier. Achso, weil wir hier nicht den Punkt bereits abgefahren haben. Hat jetzt die Route geändert.
Stufe neu berechnen. So, na dann. Immer geradeaus. Wollen wir weiterfahren. Wir bekommen aber auch gerade grün. Sehr schön. Aber die andere hat er natürlich zurückgesetzt, oder? Please don't. Ah. Nee, okay, alle anderen Punkte sind noch da. Sehr gut. Ja, alles andere ist noch da. Digga, da oben fliegen aber Paris und Vögel rum, ey. Die haben einen Vogel. Ich hoffe, dass sich das auch mit der neuen Grafik-Engine dann auch bessert. Diese riesigen Vögel. Und nein, das ist keine Paranoia meinerseits. Ich habe auch schon letztens YouTube. Habe ich glaube schon mal das mal erzählt. Als letztens YouTube-Video gesehen habe. Also ein Let's Play von einem anderen YouTuber. Der sich auch darüber beschwert hat, dass die Vögel so kacke aussehen. Und das Ding aussieht wie viele Untertassen. Oder wie riesige Flecken. Auf jeden Fall scheiße. Und dann rechts abbiegen. Nationalbibliothek von Kosovo. Gut, da kennt man auf dem Foto gar nicht, aber hey, darum geht's doch gar nicht. Sehr schöne Stadt hier. Ich freue mich schon echt darauf, wenn sie irgendwann Berlin überarbeiten. Weil diese extreme Weitläufigkeit und so, diese Größe, ist halt das, was ich bei Berlin so absolut vermisse. Also Berlin ist halt super klein. Gut, aber wieder, ne? Stammt halt alles noch aus der alten ETS-Weltzeit. Also ETS-1, sage ich jetzt mal. Ich sehe die Ampel gar nicht. Ja, wir haben schon grün. Und da war halt alles klein, weil Limitierung und so. Und wie gesagt, die müssen das halt erstmal die ganzen Städte nachher noch überarbeiten. Und wie gesagt, gerade halt die Stammmap, also das, was halt von ETS 1 übernommen wurde, 1:1, und das ist halt quasi die gesamte. Ja, alles das, was du bei ETS hast, wenn du keine DLCs kaufst. Oh, schön. Und alles das müssen wir halt erst nach und nach überarbeiten. Aber ich freue mich schon, wie gesagt, wenn die dann Berlin davon überarbeiten, was sie daraus dann machen. Weißt du was, wir fahren mal hier rein. Okay, lass uns eine neue Route finden. Für mein LKW ein bisschen reparieren. Biege nach links ab. Oh, das sind hier Straßen, ey. Alter Schwede. Was tue ich mir hier schon wieder an? Kriegen wir mehr Schaden als wir reparieren? Oh, Alter, wie geil das ist. Wie detailreich. Guckt euch das an hier. Wie liebevoll das alles zusammengelegt wurde. Holy Wackamoli. Oh, da vorne ist die Werkstatt. Kommen wir da rein. Oh, sehr geil. So, hier müssen wir jetzt rein, ne? Oh, das ist schon wieder ein bisschen eng.
Oh, Alter, guckt euch das an. Mit dem Container und dem Müll da drumrum. Und hier alles einfach. Alter, es sieht so gut aus. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Aber wäre das nicht verkehrt? Neu berechnen. So, wollen wir unseren LKW hier ein bisschen schöner machen? Wow, wir haben vielleicht nicht so viel Verschleiß bei den Rädern. Aber er empfiehlt uns immer noch nicht, die Dinger zu tauschen. Ist immer noch nur reparieren. Wow. Ich würde aber mal schon sagen, ich glaube, wir tauschen die Dinger mal. Ah, nee, halt. Da. Ja, wird natürlich auch gleich wesentlich teurer, logisch. Aber ich glaube, das lohnt sich schon. Bam. So. Oh, sieht's doch gut aus. So, ist in Ordnung. Ein paar neue Reifen raufgezogen. Geil. Das Schöne ist, dass die Reifen noch nicht so ganz zerstört waren, können sie immer noch auf dem Gebrauchtmarkt weiterverkaufen. Deswegen haben wir Rabatt bekommen. Actually mussten wir gar nicht bezahlen für die Reifen, sondern er musste uns bezahlen. Bei unseren Premium-Gold-Reifen. Biege nach rechts ab. Seine Werkstatt gehört das quasi uns. So. Versteht er, wie ich meine? Am Kreisverkehr wird der Ausfahrt nehmen. Die 300.000 Euro für seine Garage, die piss ich. Das Ding wird halt auch nie mehr alt, ne? Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, welcher YouTuber das Ding gedroppt hat. Diese Ausfahrt. Aber ja, das Ding ist seitdem halt ein Internet-Meme. Das wirst du nicht mehr los. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Summe das da ging. Waren es 3.000 oder 2.000? Diese Ausfahrt. Auf jeden Fall irgendwas im 1.000er-Bereich war es. Ich dachte, man kann durch Passanten einfach durchfahren. Der nee, der nicht, der hat einen Alphaband. Weißt du, gerade repariert. Hier wenden? Ah, nicht alles. Geht alles zu. Leck mich. Wann habt ihr das alles gespeichert? Sag mal. Ups. Ich sollte mal etwas speichern. Das Lied ist so geil. Ich muss gleich mal lauter machen. Leider geht nicht mehr zu 100%. 1000%.
Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back. Asking for forgiveness, cause you should know only fools dread where the angels fear to go. Would you keep trying to get to save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Sehr schönes Lied. Also die Stadt gerade war auf jeden Fall sehr schön gestaltet. Vor allem halt, wie gesagt, mit dem ganzen Müll, was so überall rumliegt. Ronny findet Müll schön. Mhm. Groß geworden in der Bronx. es macht das Ganze halt so lebhaft. Wisst ihr, wie ich meine? Klar, natürlich ist auch genau das, was natürlich dafür sorgt, dass die neuen Städte alle so extrem viele Ressourcen brauchen und so super inperformant laufen. Weil die ganzen kleinen Sachen halt alle geladen werden müssen, natürlich. Ah ja, das ist natürlich ein zweiseitiges Schwert in dem Moment. Das sieht halt so unendlich gut aus, da kannst du halt nichts gegen sagen. So. Wollen wir hier gleich pennen gehen? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Können wir auch nämlich da hinten noch gleich tanken gehen? Hinter dem Auflieger? Ah, Sonnenaufgang. Oh, Alter, guckt euch das an. Guckt euch diese Sonne an. Versuche ich gerade. Das suche ich gerade. Nein, das geht auch nicht. Manchmal mal freie Kamera. Ungefähr. Na, so ungefähr. Ja. Achso. Ich bin ja auch blöd. Ich muss auf Fotobestimmung geben, wo Fotomodus gehen. So wird ein Schuh draus. Na. Jawohl, ja. Bisschen höher, bitte. Danke. Oh, das ist das geil, Digga. Guckt euch das an. Booyah. Einfach so, weil es kann. Yeah.
So. Dann gehen wir gleich nochmal tanken. Ne, hier auch. Guckt euch ganz zurück da an. Es ist, das ist alles von dieser einen Person da. Gut, okay, die man jetzt gerade reichiert. Von dieser Person da. Die lebt dann einfach wie ein Messi, wie ein Massi. Ey, ich hab Vorfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, einfach mal jetzt einfach blockieren. Let's go. Wie komme ich jetzt hier ohne Schaden wieder raus? Natürlich nicht frei, war klar. Gerade sind immer mehr Autos. Wo kommen die alle her da mal? Wer die da hinten produziert? Und keiner lässt mich durch. Was für Arschlöcher. Hau mal der Müll weg, du Arsch. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Digga, das Auto, da kann sich halt auch nicht entscheiden. Erst hat es weiße Räder, dann hat es schwarze Räder, jetzt hat es wieder weiße Räder. Hallo? Ist das etwa ein Kreisverkehr, wo man keine Vorfahrt hat? Oh, das ist geil. Mit der Sonne von vorne. Krass schöne Atmosphäre. Demnächst rechts abbiegen. Gefällt mir echt gut. Biege nach rechts ab. Sehr schöne Gegend hier. Guckt euch das an, Alter. Ist das geil oder was? Gut, da hinten. Ne, hier wird das Viehweg natürlich ein bisschen abgeschnitten. Wenn ja die Welt einfach zu Ende wäre. Hätte man vielleicht noch ein paar hohe Berge machen können oder sowas, I don't know. Oder das Weltmeer oder sowas, I don't know. Aber trotzdem, insgesamt, das wird einfach unendlich cool. Die haben sich sogar die Mühe gemacht, extra für die Aussicht hier, der hat alles zum Teufel zu modellieren. Sehr schnieke.
Boah, Alter. What the fuck? Haha, ist das schön. Holy Wackamoli. Ich würde jetzt einfach aussteigen und mich da hinsetzen. Leute, wird mich verarschen. Guckt euch das an. Ey, das kannst du doch nicht. Das kannst du doch nicht. Alter, das ist doch. What the fuck? Warum gibt es hier keine Aussichtsplattform? Warum kann man sich mit dem Ökonomie so hinstellen und einfach die Umwelt genießen? Genießen. Hatschi, hatschi, hatschi. Jetzt tut mir nichts, wenn ich hier vorbeikomme. Fahr doch! Digga, du passt da locker vorbei. Was ein Affe. Oder halt nicht. Ist nicht meine Schuld. Ich muss erstmal. Ups. Achso. Oh, Alter, guckt euch das an. Einfach jetzt hier hinsetzen. So an der Stelle einfach hinsetzen. Oder hier so raufsetzen. Und. Holy Wackamoli. Ist das krank. Und auch hier vorne, hier bei dem Ding, ne? Hier kann man sich auch so schon auf die Steinmauer raufsetzen. Guckt euch diese Aussicht an. Alter. What the fuck, dude? Oh, was habe ich Genickbruch? Wie diese Horrorfilme, ne? Wo das halt so Gewinde wird. Andererseits muss man natürlich sagen, gerade von der Aussicht sieht man halt, dass die Welt hinten einfach abgeschnitten ist. Man muss natürlich, wenn man schon solche Aussichten bereitstellt, muss man natürlich dafür auch sorgen, dass sie auch insgesamt gut wirken. Ergo hätte man auch da hinten noch irgendwie so weit entfernte Berge so als Texturen oder sowas machen können, also hier so als Sprites. Ist ja eine Technik, die man auch bei RCS-Software durchaus nutzt, also von daher warum nicht. Ah, ist schon krass. Das ist schon echt wow. Vor allem, wie groß ist denn das Gebiet? Gut, okay, komm mal. Weil es ja entladen wird. Ach, schade. Ha, ja. Schon sehr krass. Gefällt mir echt sehr gut. Schöner Streckenabschnitt. Sehr, sehr schöner Streckenabschnitt. So. Da würde ich mal sagen, machen wir für die Stelle, für den Moment auch erstmal Folgenende, Pause, Dings, Gedöns, Gebumpf. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder.